Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, ich habe jetzt leider ein paar Tage nicht spielen können. Ich muss erstmal nachschauen, was wir jetzt genau alles brauchen. Die meinen Community-Tab verfolgen, die wissen, dass es mir nicht gut gegangen ist. Also, dass es mir nicht gut ging, so übers Wochenende und dass ich deswegen leider eine kleine Aufnahmepause machen musste. Ach so, stimmt, das Fest läuft noch im Hintergrund. Dann müssen wir die Honigminzdrink. Minz. Mussten wir da auch Minze für haben? Das ist jetzt die große Frage. Ist der Martin jetzt da? Das ist auch noch so eine große Frage. Weil wir ja jetzt Sonntag haben. Haben wir irgendwas hier unten gemacht? Ich glaube nicht, ne? Nein, da steht soweit nichts drin. Können wir direkt wieder rausgehen. Huch, da kommt schon der nächste. Darf ich aber bitte erstmal kurz meine Beete hier gießen? Dann kann ich sofort mit dir reden. Aber so viel Zeit muss jetzt tatsächlich sein. Was? Ich fülle die Gießkanne auf. Hä? Hat die ein Loch? Ich meine, die füllen wir ja nach jedem Mal, wenn wir hier irgendwas gemacht haben, auf. Hat die ein Loch drin? Ich meine, naja, so wie die aussieht, ne, das ist schon bezeichnend irgendwie. Es sieht mir doch sehr nach Loch aus, aber. So. Und hier oben. Was? Ist das euer Ernst? Wie schnell ist die Gießkanne bitte leer? Gut, die letzten zwei Male oder so, muss ich sagen, hat es geregnet. Das ist nicht das, was ich angeklickt habe, aber ist in Ordnung. Ah, jetzt nimmt er das an. Kitty ist auch da, sehr schön. So, jetzt müssen wir ihn gucken. Ich glaube, der ist aber dann genauso. Ja, dann haben wir gleich reingemacht. Moment, Kitty, bevor du weg bist, kraulen wir dich nochmal kurz und dann schauen wir mal, was wir vorne noch haben. Oh, such a good cat. So, ein Knochen hat Kitty uns gegeben. Okay. Ich glaube, ich will nicht wissen, von welchen Vögelchen das jetzt gewesen ist. So, hi. Morning, Parker. Can I help you with something? Well, yes, actually. Natalia told me all about the great job you did on the mine. And you know that broken bridge over yonder? Uh-huh. Ja. What'll it be? Well, some more wood and some iron from your mine would shore up the supports. The mayor's excited because a scientist with a big research grant wants to move into the old lookout post. But I just want to take walks up the mountain pass again and visit my favorite flowering dogwood trees. Okay, I'll help. Thanks. You can bring the supplies by my shop when you're ready. Dafür brauche ich auch viel Geld. Nein, nein, nein. Wir brauchen Holz und wir brauchen noch wesentlich mehr Eisenbarren. Oh je, oh je. Also wir Marty müssen wieder seems nice fahren. enough, but his boots, they look like the kind you'd buy from some downtown boutique in the city. Not a rancher's boots, you know? Okay, ja geil. Aber wir haben das zumindest schon mal. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe ja so ziemlich jede zweite Folge oder sowas davon gesprochen, wie toll es wäre, wenn wir da durchkommen könnten. Also sprich, wenn wir die Brücke endlich mal reparieren könnten. Oh, wie geil ist das denn? Ich freue mich gerade so. Dummerweise werden wir das jetzt leider nicht in dieser Folge schaffen, weil ich wohl nicht genug hinkriegen werde, um, naja, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich auch. Da haben wir auf jeden Fall nochmal Holz. Da können wir einmal draufhauen, glaube ich, oder? Ja, genau. Dann haben wir zumindest schon mal drei. Nein, ich will jetzt nicht den Baum hier fällen. Ich will nur erstmal die Sachen aufheben. So. Dann gehen wir kurz zu Thomas rüber und dann gucken wir gleich auch mal kurz, ob wir denn endlich mal einen Küken kaufen können. Ah, Thomas enttäuscht mich nie. Thomas ist immer früh morgens an seinen Beeten dran. Das ist nicht weglaufen, Thomas. Hallo, ich will mit dir reden. My dad helped out with the summer festival once. He never did it again. Said it was too much work for a middling party. Ja, das ist ja nett. Okay.
Moment, was? Bei ihm kann ich jetzt Baumwollsamen kaufen. Oh, okay. Aber ich kann nur... Ach so, kann nicht angebaut werden, weil falsche Jahreszeit, ne? Okay. Ja, gut zu wissen. Das ist ja cool. Ich dachte, das müssen wir dann alles bei ihr unten holen. So, die Tiere sind wie immer da, aber ich sehe immer noch keinen Ranger. Kann man hier irgendwo sehen? Es war so klar, dass der heute schon wieder geschlossen hat. Ey, ich krieg hier die Krise, ehrlich. Oh. Also ich weiß nicht, aber... Oh, hi. Every time Juliet complains that she's bored, I just ask her to help me prep something for the summer festival. And magically, she's hardly ever bored anymore. Ja, kann ich verstehen. Das scheint ja super toll zu sein, die Vorbereitung für so ein Fest. Mom said it would be good for me to go to the beach since it's so nice out. But what would I do? Like sit on a towel and stare at the water? Ja, zum Beispiel. Oder ins Wasser gehen. Was ich aber nicht empfehlen würde, wenn Haie in der Nähe sind. Blaubeeren können wir noch nicht machen. Dann gucken wir jetzt nochmal ganz schnell hier unten am Strand. Da finden wir auch gleich was. Ach, wird das Fest dann hier gemacht? Okay. Ich sehe da hinten gerade was. Hahaha. Wir angeln, und ich wollte gerade sagen, wir angeln. Oh, nein. Oh. Ihr Idioten. Und blub. Oh. Yes. Sah jetzt gerade einen kurzen Moment noch so aus, als ob der kleine Fisch da jetzt noch dazwischen fummeln wollte. That doesn't look like a fish. It's a recipe. Trüffelpaline, okay. Ja, was man nicht alles aus dem Wasser angeln kann. Ich wollte eigentlich einen Fisch angeln und ich hoffe, da kommt jetzt nicht schon wieder ein Rezept. Ich meine, ich finde es ja super, wenn ich Rezepte kriege, aber ich brauche halt eben auch was, damit ich ein bisschen Energie bekomme. Ne? Es ist zwar mal blöd, dann extra dafür zu angeln. Aber wenn ich hier gerade schon mal sehe, dass hier so große Fische drin sind bei den Angelstellen, dann muss ich das ja mal mitnehmen. Weil wir hatten das ja auch schon, dass wir dann hier komplett durchgelaufen sind, kein einziger großer Fisch drin war. Und dann, wie von Zauberhand, als ich dann wieder zurückgelaufen bin, war dann plötzlich ein großer Fisch drin. Also das war auch irgendwie sehr unlogisch, aber gut, es war okay. Hier unten könnte sein, dass wir da vielleicht auch noch was bekommen. Da ist nur... Oh, wenn da jetzt noch was drin ist, also ein Rezept drin ist, ne? Also dann bin ich sauer. Dann bin ich wirklich sauer. Oh! Nein, ich möchte das Krustentier. Der ist zwar auch gut, aber ich will trotzdem das Krustentier haben. Oh! Und du bist kein Krustentier. Okay, der Kleine sah jetzt irgendwie so komisch. So. Da ist auch noch ein großer drin. Den könnten wir auch holen. Ich hoffe, dass wir bald wieder neue Köder bekommen. Was soll ich noch sagen? Immer wenn man einen großen Fisch angeln möchte, kommt ein Rezept dazwischen. Ich weiß auch nicht.
Das ist wirklich, als ob die sich gegen einen verschworen haben. So nach dem Motto, heute bereitest du alles fürs Farmen vor. Ja, vergiss das. Heute bekommst du ein Glühweinrezept. Ja, ist auch schön, aber naja. Mir persönlich übrigens viel zu süß. Ja, ich weiß, da ist auch noch... Ach komm, was soll's. Den einen probiere ich jetzt noch. Okay. Got one. Zumindest ist kein Rezept gekommen. Ich wollte schon nichts mehr sagen. So. Ja, die sind alle eklig. Wir nehmen sie trotzdem alle mit. Wir müssen vor allen Dingen auch noch mal ein bisschen Mehl, glaube ich, kaufen. Ich weiß nicht, ob wir zuletzt noch welche... Also wir hatten welches gekauft. Mit ihm haben wir schon gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob wir genug gekauft haben. I like the summer festival because it has a big bonfire. Emmy and I save up all our cool trash to throw in, cause it turns the fire green and blue and stuff. So. Have you met the new rancher yet? He has the cutest little baby chicks. Finn accidentally let them out of their cage, but we caught them all before he noticed. Die süßesten Küken werde ich haben. Ah, du rennst mir sonst weg. Mit dir rede ich als erstes. I keep telling myself that I'm going to start running. It's so good for your heart. But then the summer heat hits me and I think, tomorrow. Tomorrow will be the day. Mhm, das kenne ich irgendwoher. Wobei es halt eben nicht so gut ist. Was ist jetzt wieder? I'm getting the sense that Fairhaven's festival isn't just about the solstice. Is there a story behind it? Oh, yes, there certainly is. Here, let's step outside and I'll explain. This is a statue of my ancestors, Peggy and Molly. They lived here during colonial times. Whoa. I knew your family had been here for a while. But I didn't realize just how long. One summer during the Revolutionary War, the British Navy demanded all of the town's stores. So the people of Fairhaven loaded all of their crops and livestock into a storeroom ready for transport. The next morning, the soldiers opened the doors and saw an empty storeroom. So they had to sail away empty-handed. Then Peggy and Molly led the mayor of Fairhaven to the lighthouse. And there it all was. The girls swore up and down that they'd prayed on it and a miracle had happened. To this day, we still don't know how they pulled it off. But we celebrate it, even if we don't understand. And here I thought this was just a statue. Oh no, it's rare that the things around us are just anything. Ja, da kam dann doch noch was. Cool. Ich wollte aber eigentlich, genau, jetzt hat sie mich hier komplett rausgebracht. Ich wollte aber eigentlich wegen dem Mehl hier rein. Achso, sprechen kann ich auch nochmal mit dir. Did Hazel ever tell you that she met Robert at the summer festival? The teenagers used to challenge each other to jump over the bonfire, you see? Robert waited until it was stacked really high, and then he took the biggest leap. And he cleared it? No. His pants caught fire, and Hazel dumped her lemonade on him to put it out. Ah, it was the beginning of a great love story. So, Mehl, genau, Mehl. Ich meine, ich habe extra Mehl geholt, aber ich hole trotzdem noch mal 5 Mehl. Weil davon kann man nie genug haben, wenn man farmen muss. Hi, mit dir habe ich heute auch noch nicht gesprochen. Oh, when I was a kid, I used to go visit my cousins at the beginning of every summer for the Shinyo Lantern floating ceremony. We'd write messages on lanterns and then push them into the water. It was sick. I asked Otto if we could do that here, but he said there wasn't room in the budget. Ah, whatever. Mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Ah, neue Bekanntschaft haben wir jetzt drin. Sehr schön. So, Damon, why did your folks decide to move here?
I was starting kindergarten and, well, they thought it'd be better to start fresh somewhere new. I guess they just felt drawn to this place. Like you. Oh. Gut. Bruno ist auch da. Ich bräuchte auch noch ein paar Köder. When I was a young man, I used to build the summer festival bonfire. The young folks used to leap over the fire, can you believe it? Not so much these days. Can't say I'm sorry to hear that. Das ist so blöd, wenn das so viel kostet. Wir nehmen jetzt trotzdem mal 10 mit, weil... Irgendwie müssen wir ja auch die Fische dann fangen. Achso, so, wen haben wir denn noch? Mit ihr haben wir noch nicht gesprochen. Das ist die andere gewesen. Was war das? Ach so, das war das. Ja, okay. I was delighted to learn there's a summer festival in Fairhaven when I first moved here. There's one back home called Tirgran, the Festival of Rain. My family didn't really observe it, but my friend's family did. Her mom made the most amazing saffron rice pudding every year. So, die haben wir auch immer noch nicht voll. Oh, die braucht immer so unheimlich lange, bis die Herzen voll sind. Er ist doch sicher wieder in seinem Kapellchen hier, ne? In seinem kleinen Kapuff. Ja, wusste ich doch. The summer festival seems fun and all, but doesn't it also seem like old-fashioned superstition? What's the harm in that? Well, after Otto's town hall meeting in the spring, we might want to cut down on superstitions. But that's just 2 cents from the newish guy. Okay. So, wo gehen wir denn jetzt noch hin? Ich bin gerade am Überlegen. Können wir jetzt eigentlich irgendwas, das wollte ich auch mal nachgucken, irgendwas hier machen? Oh! Wir können hier Blumen... Oh, das ist aber schön. Ja, da sie eine Hexe ist, machen wir natürlich Hexenkraut hin. Oh. I met Wesley, Grandma. He gave me your journal. I'll keep it safe. I promise. I miss you. Oh. Und unser Hexenkraut hat sich verdoppelt. Das ist auch schön. Na gut, ist ja Hexenkraut, ne? Die können sowas. Die anderen Kräuter können sowas nicht. Ja, da müssten wir eigentlich jetzt die Zeit nutzen. Und... Achso, er ist nicht da. Moment, in den Wald könnten wir aber noch mal kurz gehen. Wir sind sowieso schon mal hier. Ah, und da haben wir noch mal eine Erdnuss gefunden. Perfekt. Was ist mit euch? Wie lange braucht ihr noch? Also ist auf jeden Fall heute noch nicht. Sonst würde da ja ein Ausrufezeichen oder so drin stehen. Oh Gott, die Bäume sind tatsächlich alle nicht wiedergekommen. Eieiei. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein, du nicht. Nein, du immer noch nicht. So. So, Alraune habe ich nicht. Ach nee, das war Unkraut, was ich heute gefunden hatte, ne? Ich wollte gerade sagen, wir brauchten nämlich 2 Alraunen für irgendeinen Trank, glaube ich. Das könnte der Aufladetrank gewesen sein. Das könnte aber auch der Schnelligkeitstrank gewesen sein. Wobei mir einfällt, wir haben ja auch noch eine Aufgabe. Moment. Nee, das ist nur die Limonade. Ach so, doch hier. Ach so, das war das mit dem Honigminzdrink. Ja, okay. Er ist gerade nicht hier. Oh, sie ist gerade beim Angeln. Tut mir leid, ich muss mit dir reden. Wesley, that bookseller from Milkwater is my biggest customer these days. What does he do with all that meat? Does he, like, feed an orphanage? A carnivorous orphanage? Okay, vielleicht hat er nur ganz viel... Ach so, Wesley! Ach, nein! Haha, ja, ist ein bisschen doof jetzt, dass ich das natürlich schon weiß, also wegen dem Trailer. Und ich habe es ja auch schon erwähnt, ne, dass ich ja unbedingt einen Werwolf heiraten wollte und nicht mehr unseren Surferboy.
Auch wenn ich überhaupt nicht auf Männer mit Bart stehe. Was machst du denn plötzlich hier? Do you have any family back in the city, Marty? Not anymore. I used to work with my dad, but he moved. We're not really in touch these days. I'm really sorry. That was how it was for Hazel and my dad for a long time. Ja, du Blödmann, ich wollte dich eigentlich gar nicht sehen, weil, ne? Ich brauche immer noch ein Hühnchen, beziehungsweise ein Küken. Mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Stimmt, hier oben bin ich noch gar nicht rumgelaufen. Hi, beste Freundin. When I was little, all the kids wore flower crowns to the summer festival. It was super cute. You should see pictures of me. But I'm kind of glad we're not doing it anymore. I don't have to attach flowers to those stupid wireframes that never hold together. Ja, ich glaube, ich weiß, wovon sie redet. Oh, ist da gerade ein blaues Herz gegangen? Ich kann mich noch daran erinnern, in der Grundschule sind wir alle mit dem Fahrrad zur Schule gekommen und mussten aus irgend so dummdämlichen, biegsamen Drähten, glaube ich. Da musste man dann so Plastikblumen drauf machen. Es sah ganz nett aus, aber es war schrecklich. Vor allen Dingen haben die abgefärbt, wenn es geregnet hat. I thought a new rancher would be busy, but Marty sure seems to have time to spare. He hangs out in front of my croissant display and snaps so many photos. Says they do well on social. I can't argue with that. Ja, das Herz ist anscheinend auch voll, in Blau. Warte mal, mit dir habe ich heute Morgen schon gesprochen, oder? Ich guck nochmal nach. Nee, doch nicht. Das war der andere. You know what I didn't expect to love here? Fireflies. Nothing better than a warm summer night, holding hands with your fiancé and watching the fireflies. Ouch. Hi, sorry, Tara. I forgot about your garbage ex. Okay. Voll ins Fettnäpfchen getreten. Ja. Ach so, doch, sie haben wir noch vergessen. Das darf ich natürlich nicht. Oh, it's a perfect day. Gosh, if I weren't working, I'd put on a bikini and head down to the beach. One thing I love about Fairhaven is that nobody tells me bikinis aren't for me. Which I got in the city sometimes. That is messed up. And plain wrong. I may be unlucky in love, but I look great in nylon spandex. Okay. Gut. Wir brauchen... Wir können ja selber welche schon her... Wir machen jetzt erstmal 10. So. Wie viel brauchten wir? Also Holz brauchen wir auf jeden Fall noch für den Auftrag. Jetzt bin ich nur gerade... Jetzt bin ich ja gerade total... Wo brauchte ich denn jetzt Eisen für? Für die Brücke. Ach ja, die Brücke ist für mich jetzt am wichtigsten, genau. Also brauchen wir noch 3-mal Eisen. Ja, er brauchte Silber, genau. Dann machen wir noch 3 Eisenbarren. Stimmt, wir haben ja so viel davon gescheffelt hier. So. Dann einmal raus, zack. Und dann werden wir den Rest noch die Bäume holen. Da müssen wir mal gucken. Hier werden wir ja später auch noch was bauen. Das heißt, hier ist es eigentlich ganz gut, wenn wir hier alles platt machen quasi. Weil wir brauchen Beete. Wir brauchen auf jeden Fall dieses Ding für die Beete. So, Holz haben wir schon mal genug. Nee, für den Limonadenstand haben wir genug Holz. Ich brauche aber 50 Holz für die Brücke. Dann nehmen wir hier nochmal einen großen Baum. So. Und zack. Können wir die Nadeln auch irgendwie mitnehmen? Da sind gerade so viele runtergefallen. So, dann nehmen wir hier oben noch den großen. Das müsste dann ja eigentlich... das reicht nicht, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Ich wollte mir doch vorher noch was machen. Was mache ich denn für Sachen? Moment, dann nehmen wir einmal die Fischstäbchen hier. So, für den sollte es normalerweise noch reichen. Ja, komm, mit der geilen Axt, die wir uns haben machen lassen, ne? Das ist doch wunderbar. Nein, nein. Willst du mich veräppeln? Dann nehmen wir aber trotzdem den großen Baum. Dann nehmen wir trotzdem den großen Baum. Es ist mir jetzt alles egal.
Wusch. Noch einmal drauf. So. Lasst uns die Brücke bauen. Genau. Bringen die Baumaterialien zu Parker. Parker möchte aber heute nicht arbeiten. Die faule Socke hat geschlossen. Das heißt, hier können wir auch nichts mehr machen. Es ist doch doof, Mann. Jetzt haben wir hier alles und wir können schon wieder nichts machen, weil der Idiot nicht arbeitet an dem Tag. Bei ihm können wir immer noch nichts kaufen, weil er auch nicht arbeiten will. Moment, dann haben wir 450. Okay, das reicht noch gerade für beides. Eisen haben wir noch nicht. Na gut, hier müssen wir jetzt auf alles warten. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, haben wir Erdbeeren angepflanzt? Moment, den... Sprich mit der Adeptin, vielleicht erfährst du was. Ja, nee. Honig-Minztrink. Dann gucke ich nochmal eben, was ich dafür jetzt eigentlich brauche. Ja, den Honig halt, aber den haben wir ja auch noch nicht. Das weiß ich noch. So. Zitrone. Schwarzer Tee, Zitrone und Honig. Ich muss aber mein Geld behalten. Das ist gerade mein Problem. Ich würde sagen, wir machen erstmal noch Fischstäbchen. Ne, Moment, die waren ein bisschen tiefer hier. Da. So, mit dem. Mit dem ist auch okay. Ich will nur keinen Tintenfisch, ehrlich gesagt. Nee. Den haben wir nicht. Den haben wir auch nicht. Wir haben doch noch einen anderen gefangen, oder nicht? Karpfen haben wir auch nicht. Haben wir einen Tintenfisch gefangen, ehrlich jetzt? Jetzt komme ich nicht mal auf den Tintenfisch zurück. Ja, toll. Doch, einmal. Also einmal machen wir dann, dass wir noch einen Tintenfisch auf jeden Fall im Petto haben. Ja, jetzt sind wir. Jetzt sind wir aber bei ihr. Ach so, nee, sie war ja gar nicht da, ne? Das Problem ist, war sie jetzt nicht da, weil sie samstags nicht arbeitet? Oder war sie nicht da, weil sie heute Morgen noch gar nicht auf dem Weg zur... Oh, mit dir habe ich auch noch nicht gesprochen. Wo kommst du denn jetzt her? Enjoying summer vacation? Well, actually, this is my busiest time at the farm, so... Ha! That's great! Das ist toll, ja, genau. Dann gehen wir mal nach unten. Ich schätze, dass wir den Weg jetzt wieder umsonst machen werden. Aber ich gucke trotzdem nochmal. Dort war die Fleischerin. So, nee, ist auf jeden Fall komplett zu. Das heißt, sie geht heute dann auch gar nicht arbeiten, ne? Dafür hat sie sonntags geöffnet. Warum hat die sonntags geöffnet, aber samstags nicht? Ich verstehe es nicht. Naja, gut. Im Endeffekt haben wir dann soweit alles gemacht. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch einmal zum Strand runter. Ich habe zwar nicht mehr viel, aber für einmal angeln reicht es noch, dass wir das wenigstens noch kurz ausnutzen werden. Ja, und ich würde sagen, danach gehe ich dann auch tatsächlich schon mal ins Bettchen für heute. Weil ich kann ja nichts machen. Die Leute wollen ja alle nicht arbeiten. Man kann ja nichts machen, keine Quest weitermachen. Man verliert wieder sinnlos Tage. Oh, Moment, hier unten war was. Wenn jetzt aber irgendetwas da rauskommt, im Sinne von ein Rezept, dann bin ich sauer, weil da sind zwei große... Boah. Spiel, du kannst nicht mal... Ehrlich jetzt. Ganz ehrlich, ich sag da nichts mehr zu. Nee. Na, und als viertes die Flasche? Oh. Dann halt nicht. Na komm schon, wenn ich schon so lange darauf warten muss. Und nicht. Och, Leute. Ich habe mich schon dafür entschieden, das Rezept zu nehmen. Dann lasst mich doch wenigstens auch das Rezept mal angeln hier. Das ist doch nicht wahr. So ein Treiben hier. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Ist das Rezept tatsächlich dran? Weil da kam schon wieder ein Fisch an. Eieiei. Is it a... It is a recipe. Hatte ich das nicht schon? Oder hieß das so ähnlich? Auch irgendwas mit Aros oder so am Anfang? Bin mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher, aber ich meine schon. Ja, da ist nur sie, ne? Da ist kein anderer mehr. Nö.
Ja, dann haben wir jetzt 3.20 Uhr am Nachmittag, jetzt haben wir 3.30 Uhr und ich bin so weit, dass ich ins Bett gehe, weil nichts zu tun ist, weil einfach keiner arbeiten möchte am heutigen Tag. Ich persönlich finde das doof, aber naja, dann müssen wir halt ins Bettchen gehen, weil sonst können wir heute nichts mehr machen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like und wenn du mich noch nicht abonniert hast, darfst du das natürlich auch gerne tun.